Oh, alle Römer-Team-Freunde! Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play auf Binding of Isaac Afterbirth Plus. Wir machen Highbrow Challenge. Mit etwas leiserem Sound. Oh, herrlich. Okay, wir haben Number One. Number One. Und andere Items, okay. Das Item, was Gegner in Kackhaufen verwandeln, wenn die uns berühren. Oh Gott. Und wir haben Poop-Bombs. Yeah. Poop-Bombs sind cool. Da müssen wir nicht reingehen. Gibt es Itemräume? Ich weiß es nicht. Ich clear immer erst gerne die ganze Ebene. Die erste ganze Ebene. Blaues Herzchen nehme ich gerne mit. Und wir opfern auch eine Bombe. Nein, oh verdammt. Eigentlich wollte ich erst die Bombe opfern und dann hier reingehen. Oh Gott, das war dumm. Oh Gott, cool. Wir können einfach durch die Bombe durchgehen. Okay. Wir haben uns die beiden Schlüssel geholt. Da ist ein weißes Herzchen. Das will ich eigentlich ungern mitnehmen. Ich weiß halt immer noch nicht, ob wir während einer Challenge Charaktere freischalten können. Oder Sachen freischalten können allgemein. Und es gibt keine Itemräume. Okay, wir nehmen das weiße Herzchen mit. Komm. Wir nehmen es mit. Wir müssen auch wieder nur mal am Fuß besiegen. Das heißt, es wird ein relativ kurzer Part werden. Yeah, wir haben immer alles geflasht. Ja, unser Space-Item. Ja, ich glaube, man wandelt alle Gegner im Raum in Kackhaufen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man mit dem Item Brownie und die Bosse halt, die Kackhaufen sind, instant besiegen. Also one-shotten. Ich weiß gar nicht, ob das ein... Oh Gott! Ob das auch ein Achievement ist? Keine Ahnung, muss ich mal ausprobieren. Wenn wir den Gegner hier treffen, dann machen wir das einfach mal. So, und am besten nicht getroffen werden. Und ich werde gleich hier getroffen. Oh, doch nicht. Ich will nämlich... Oh, da ist noch ein blauer Stein. Den würde ich gerne haben. Und das Feuer mache ich auch gleichzeitig kaputt. Blaues Herzchen, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Wie gesagt, ungern getroffen werden, da hat uns der Cube of Meat geschützt. Okay, oh Gott. Okay, hier ist nichts gewesen. Um vielleicht da trotzdem Samson freizuschalten. Okay. Zack. Okay. Okay. Und okay. Das heißt, auch nicht in den Zacki-Zacki-Raum reingehen. Okay, den haben wir besiegt. Den haben wir auch besiegt. Den auch und den auch. Oh, das war knapp. Das war knapp. Der schießt gleich. Die schießen. Oder? Er schießt. Ha. Knappe Sache. Aber wir haben es geschafft. Da ist der Shop. Wir haben leider nicht... Wir könnten hoffen, dass irgendwas im Angebot ist. Aber leider nicht. Okay, nehmen wir das blaue... Wir nehmen das blaue Herzchen mit. Wir nehmen das blaue Herzchen gern mit. Okay. Ja, die haben wir auch. Okay. Und nice. Super. Monstro. Monstro, Monstro, Monstro. Den dürften wir eigentlich packen, ohne getroffen zu werden. Wenn ich mich nicht zu dumm anstelle. Das Problem ist halt, wir haben keine Range. Das heißt, wir müssen da beim Monstro dran stehen. Okay, wir haben ihn. Oh. Blauer Stein will ich mir noch holen, genau. Davon brauchen wir eigentlich nichts. Davon nehme ich dann auch nichts mit. Vielleicht können wir auch Maggie freischalten. Wieso ist hier ein Engel? Können wir den sprengen? LOL, was? Nein! Was? Warum ist ein Engel im Devil Deal und warum konnte ich ihn wirklich sprengen? Habe ich gerade was gebuggt? Ich nehme gerade gerne Schaden, Leute. Einfach nur, weil ich den Engel mit dem Cube of Meat töten will. Weil, war mir doch schon ein bisschen zu krass gerade. Und ich konnte halt auch nicht rausgehen. Es war gerade ein bisschen... Okay, gut. Dann versuche ich jetzt zwei Ebenen nicht getroffen zu werden.
Wieso habe ich eigentlich versucht, diesen Engel zu... Also, warum komme ich auf die Idee, zu gucken, ob man diesen Engel in Devil Deal sprengen kann? Ich dachte, das ist einfach nur ein Bug. Einfach so. Warum auch immer. Einfach, weil Bock drauf oder so. Guck mal. Zack. Wir konnten die Gegner jetzt besiegen mit unserem Space Item. Ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich cool. Eigentlich eine nette Sache. Weil die Kackhaufen echt nervig sind. Also, echt. Vor allem mit unserer Range. Mit unserer Range sind sie sowieso übel scheiße. Okay, der Gegner ist easy hier. Weil er einfach nur da rumsteht. Da ganz hinten am Arsch der Welt. So wie, oh, das will ich öffnen. Cricket's Head! Damage up. Wir bräuchten noch ein bisschen Range up, ne? Das wäre echt nett. Das wäre echt nett. Echt super nett. Uiuiui. Okay, wir haben 6,64 Damage. Ist okay. Ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber es ist in Ordnung. Okay, nice. Gut. Shop, eigentlich lohnt es sich nicht, in den Shop zu gehen. Das war knapp. Dass ich da nicht getroffen wurde, wundert mich so ein bisschen sehr. Aber okay. Ist okay. LOL. Was ist das denn für ein Raum? Was ist das denn für ein Raum? Ich meine, ein ziemlich cooler Raum. Weil der echt geil ist. Aber was war das denn für ein Raum? Ich kannte den gar nicht. Ist cool. Ich beschwere mich jetzt nicht. Ah, ja, ja, das war knapp. Da hat mich wieder der Cube of Meat gereddet. Okay, komm. Nice. Sehr gut. Komm, was kommt hier? Der Typ. Okay. Nein, ich wurde getroffen. Kann ich auch nochmal getroffen werden? Genau. Wir haben ja die ganzen blauen Herzchen. Evil up. Ein schwarzes Herzchen haben wir dadurch bekommen. Und Bomben, genau. Ja, wenn man Evil up Items aufhebt, dann bekommt man immer ein schwarzes Herzchen. Oh Mann, warum wurde ich denn getroffen, ey? Das war echt bad. Übel bad. Aber naja, was soll's. Wir brauchen Range Up. Eindeutig. Da will ich hin. Zack. Schlüssel und Geld. Geil, wir könnten den Shop auschecken auf dieser Ebene. Könnten wir eigentlich wirklich machen? Wäre... Doch, doch, doch. Ich glaube, das machen wir. Oh Gott. Wir one-hitten Spinnen, immerhin, das ist ganz cool. Oh, knapp. Okay, er hat über Kreuz geschossen. Der hat so geschossen, das war knapp. Das war echt knapp. Das Geld will ich haben. Ich will all das Geld. Das war oh, wow. Wieso bin ich denn so scheiße? Wieso bin ich so scheiße? Naja, okay. Ist okay. Ist okay. Ich akzeptiere es. Mann. Dann können wir auch gleich in den Zacki-Zacki-Raum reingehen. Gott, was ist das denn für ein Raum? Holy shit. Ich meine, wir müssen eh nur bis Mom kommen und das packen wir auch ohne Devil Deals oder blaue Herzchen oder so. Ist jetzt auch nicht so scheiße schlimm, dass wir getroffen wurden. Ich habe keine Ahnung, ob wir... something's wrong, yo. Ob wir überhaupt... einen Charakter freischalten können hier, wie gesagt. Keine Ahnung. Deswegen. Also, ne? Wie war das? 7 Herzcontainer brauchen wir. Das ist ein HP-Up, wäre eigentlich ganz nett. Ein HP-Up wäre richtig nett. So viele Bomben, Alter. Hoi. Okay, den haben wir. Und den haben wir auch. Hier oben gehen wir rein. Schlüsselbettler. Echt jetzt? Echt jetzt? Oh Gott! Cube of Meat hat mich gesaved! Ich konnte halt nicht ausweichen, weil wir da halt die rote Spur auf dem Boden hatten. Und ich will in den Shop. Hallo? Ich habe so viel Geld. Ich muss in den Shop. Ach, dein Ernst? Außerdem will ich ein blaues Herzchen haben. Ach, Mann.
Aber in unserer Range sind halt diese Gegner übel gemein. Übel gemein. Den Lazy Worm, ich mag den. Ich will den, glaube ich, ich nehme den gleich mit. Lazy Worm ist cool. Okay, wir können hier rerollen. Das ist schon mal ziemlich geil. Bam. Ein blaues Herzchen. Das nehmen wir nicht mit. Setzen das Space-Item doppelt ein, glaube ich, ist das. Genau. Das nehmen wir mit. Nee, komm, irgendwo noch ein blaues Herzchen oder so. Kompass. Brauchen wir nicht. Kompass brauchen wir ganz ehrlich nicht. Da nehme ich doch lieber das hier mit. Broken Stopwatch. Ich glaube, ich nehme diesen Lazy Worm mit. Weil der lässt unsere Tränen langsamer fliegen. Und dadurch haben wir, glaube ich, eine bessere Range. Naja. Ja, und das ist auf jeden Fall geil. Haben wir auch Piercing Shots? Nee, ich wollte schon sagen. Okay, komm. Zack, zack. Legen wir mal eine Bombe. Nice. Ausweichen. Und Cube of Meat. Cube of Meat regelt. HP Upgrade, sehr gut. Eins noch, dann haben wir, glaube ich, einen Maggie. Wenn es in Challenges geht. Ich weiß es nämlich nicht. Depth 1. Was machen wir? Können ja Pille einmal einsetzen. Und einsetzen. Genau. Schon müssen wir den Raum nicht machen. Das ist nett. Das ist sehr nett. Oh Gott. Homing Shot. Und der Cube of Meat hat mich schon wieder gerettet. Der Cube of Meat ist heute mein Held. Der rettet mich so oft vor Treffern. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Komm schon. Ah, nice. Oh, nervige Gegner. Vor allem mit unserer Range. Sie ist halt immer noch nicht gut. Huhu. Wir können wieder in den Shop, Leute. Wir können wieder in den Shop. Und den checke ich auch gerne aus. Uiuiui. Okay. Da kommen wir nicht an, ne? Doch. Wenn wir... Okay, wir haben es geschafft. Wir sind nicht auf die Blutspur getreten. Oh Gott, sind diese Gegner nervig. Puh. Okay, wir haben es geschafft. Da musste ich eben auch kurz still sein. Der Cube of Meat hat mich gerade nicht schon wieder gerettet. Okay. Aber davor zweimal. Dreimal jetzt sogar mittlerweile. Geh weg, geh weg. Geh weg. Okay, Samson schalten wir auf jeden Fall nicht frei. Aber wir könnten halt vielleicht noch Maggie freischalten. Wissen wir nicht. Wie gesagt, keine Ahnung, ob wir in Challenges Charaktere freischalten können. Wäre cool. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das geht tatsächlich nicht. Nice. Besiegt. Blaues Herzchen nehme ich gern mit. Also Marm sollten wir packen. Auch wenn wir Number One und so haben. Wir haben Cricket's Head gefunden. Als schönes Damage-Up. Oh Gott, der Raum ist verschnellert worden durch die Broken Stopwatch. Ich bin voll gegengerannt. Und wir haben den Lazy Worm als Range-Up bekommen. Das ist schon mal ziemlich gut. Okay. Aua, das war dumm. Dass ich da getroffen wurde, ist echt, also das war echt dumm. Was haben wir hier? Wir könnten die Zeit zurückdrehen, mehr Trinkets tragen. Nee. Ist jetzt nicht so nötig. Chaos. Brauchen wir auch nicht. Was war das? Upp. Die Black Candle nehme ich mit. Keine Flüche mehr. Blue Map brauchen wir auch nicht. Komm, HP Upgrade nehme ich gerne mit. Placebo auch nicht. Das setzt Karteneffekte doppelt ein. Und wir bekommen eine Karte. Jetzt kriegen wir zwei Judgments. Können hier nochmal sprengen. Für eine Pille? Ich glaube, das setzt auch die Pilleneffekte zweimal ein, oder? Bekommt man sonst immer zweimal Range Down? Also zwei Range Down? Hoi, hoi, hoi. Komm, Cube of Meat regelt, genau. Okay, komm her. Okay. Nice. Cube of Meat. Ich will hier eigentlich nichts mitnehmen. Okay, es ist nur Guppy Z und Guppy werden wenig mehr.
Das heißt, wir nehmen es nicht mit. Hoffen, dass wir gleich noch irgendwie im Shop oder so ein AB-Upgrade finden. Das wäre eigentlich ganz nett. Wir sind nämlich ein Herz. An die spielen wir. An die spielen wir gerne. Eine Spritze! Wenn wir Gegner jetzt vergiften, dann, also wenn wir Gegner anfassen, dann vergiften wir sie. Und dadurch können wir auch schwarze Herzchen generieren. Hängt, glaube ich, mit unserem Glück zusammen. Ich kann es euch mal zeigen irgendwie. Wir haben, glaube ich, ein schwarzes Herzchen generiert, oder? Ich kann es halt nochmal versuchen. Ja, hier. Vergiften. Töten. Yeah. Das Problem ist, wir verwandeln Gegner auch in Kackhaufen. Boah, ist das ein scheiß Raum, Alter. Was ist das denn für ein gemeiner Raum? Ich konnte ja gar nicht durch. Oh, lol. Das ist ein mieser Raum gewesen, Mann. Verlangsamt. Ich brauche Miet. Regelt bei den Spinnen. Zack. Über dem Abgrund spawnen keine Spinnen, wenn wir sie über dem Abgrund killen halt. Sehr geil. Was haben wir hier? Schlüssel und Doppelbomben. Okay. 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 Ich glaube, ich vergifte hier ein bisschen in der Hoffnung auf schwarze Herzchen. Kein schwarzes Herzchen bekommen. Okay, wir lassen es. Nie wieder vergiften. Nie wieder. Okay, komm. Doch, vergiften. Hat aber nichts gebracht. Manu. Okay, jetzt darf ich wirklich nicht mehr vergiften, weil sonst... Ach, das ist eh die letzte Ebene. Mann. Ich wollte gerade sagen, sonst sinkt unsere Chance auf Devil Deals, aber das ist die letzte Ebene. Es juckt nicht. Es juckt nicht. Es juckt nicht. Rotes Feuer immer ausmachen, Leute. Ich wurde schon so oft von diesem Ding gekillt. Und ich will hoffen, dass wir noch irgendwo ein HP-Upgrade finden. Komm schon, wir brauchen nur noch einen Herzcontainer. Wenn man in Challenges jedenfalls Charaktere freischalten kann. Ich bin mir da echt nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aua. Das war dumm. Kannst du mal herkommen? Danke. Haben wir den Raum verschnellert? Ich weiß es nicht. Blue Map. Ich brauche nicht. Was ist das für eine Pille? Scheiße. Ich habe kein Geld für eine Pille. Nein! Aber wir haben ja noch Räume. Wir haben hier ja noch Räume. Da ist Geld. Sehr geil. Besiegen. Schön. Besiegen. Wow, wieso renne ich denn dagegen? Ich kann die Hitbox von dem Cube of Meat nicht einschätzen, irgendwie. Manu, was ist das? Wheel of Fortune. 2. Okay. Unendlich Schlüssel, wow. Unendlich Schlüssel. Hier könnten wir mal was versuchen. Mann, komm. Okay. Sehr gut. Was haben wir hier? Death. Cool. Zack. Herzchen aufsammeln. Wir droppen hier gleich irgendwas. What? Wir können Charaktere nicht freischalten. Aber wir haben das Sacred Heart gefunden, Alter. What? Warum gehen wir in normalen Runs nie auf Angel Deals? What the fuck? Das Trinket macht das Statuseffekte länger anhalten. Nicht das, nicht das Streichholz, Leute, das Trinket. Okay, ich glaube, noch einmal spielen, dann werden wir in den Dark Room geportet und dann haben wir die Challenge verkackt. Deswegen machen wir es nicht. Aber wir haben das letzte HP-Upgrade bekommen. Nach der Challenge könnte es auftauchen, dass wir Magic freigeschalten haben. Oder halt auch nicht, dann wissen wir, dass wir in Challenges keine Charaktere freischalten können. Flash! Death. Sacred Heart Power. Okay, komm. Wir schaffen das. Sacred Heart ist halt ein übel stronges Item. Könnten den Boss Rush machen. Also könnten wir. Ist ein cooles Item drin. Ich meine, Sacred Heart, hallo.
Wir haben noch Secret Hearts! Nein, wir haben. Nein, keine coolen Items. Schade. Zack! So, wir haben Rune of Jarrah freigeschalten und. Okay, keine Maggie. 7 Heart Container. Ja, hatten wir. Hatten wir. Aber gut, dann schalten wir keine Charaktere frei bei Challenges. Das heißt, wir müssen auch nicht versuchen, Samson freizuschalten, Leute. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.